Seid gegrüßt, Kinder der Nacht. Hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Drakensang am Fluss der Zeit zurück begrüßen zu dürfen. Und ja, wir vier befinden uns hier unten gerade noch im Kerker von der Zollfeste. Ja, vor uns ist auch der Kerkermeister, der sich dort eingeschlossen hat, so in weiser Voraussicht. Und ja, ich kann euch ja mal kurz zeigen, was ihn jetzt vielleicht gleich erwarten wird. Das sind einmal hier diese blutrünstigen Wildschweine mit ihren kleinen Hauern. Und was haben wir hier drüben noch eingesperrt? Da haben wir doch bestimmt auch noch irgendwas. Ja, da haben wir irgendein Wölfchen. Und ich vermute, hinter ihm ist auch noch etwas. Aber er ist ja der Meinung, dass er vor uns hinter dieser Tür sicher ist. Ja, wenn wir es gleich auf Anhieb schaffen, die richtige Tür zu erwischen, dann ist er natürlich nicht vor uns sicher, weil dann kriegen wir ihn. Ansonsten wird er wahrscheinlich ein kleines Problem mit den ganzen Tierchen nebendran haben. Ja, aber er wollte es nicht anders. Er ist der Meinung, er dürfte so da drin sein. Und ja, wir werden jetzt jedenfalls mal gucken, was uns erwartet. Also in weiser Voraussicht werden wir hier schon mal unseren Armatrutz raushauen. Armatrutz! Die zwei können das ja nicht, so die sind auf Agro. Genau, du bleibst erstmal hinten stehen. Und jetzt ist natürlich hier die... Ach, da, steht sogar mit dabei. Das finde ich ja gut. Also für Wildschweine, für Bären und für Wolfshelle. So, ist jetzt natürlich die Frage, sollen wir ihn erstmal ein bisschen ärgern? Oder lassen wir das? Ach komm, wir ärgern ihn mal etwas. Komm, wir holen mal den Wolf raus. Hey, was soll das? Lasst gefälligst die Tiere in ihren Käfigen. Die Wölfe tun mir nichts. Die haben gelernt, was ihnen blüht, wenn sie versuchen, mich anzufallen. Okay, wenn er das sagt, dann lassen wir halt eben die Tür zu. Der Wolf, der kommt wohl wirklich nicht raus. Das finde ich ja langweilig. Gut, aber dann nehmen wir hier halt eben mal den Hebel für den Zellentrakt. Da könnt ihr so viel am Hebel rütteln, wie ihr wollt. Ich habe die Tür abgeschlossen. Okay, er hat sie abgeschlossen. Ja, das ist natürlich dann etwas sehr dreist, aber ich probiere mal kurz etwas aus. Wir werden hier mal die Wildschweine eröffnen. Die Wildschweine sind für mich völlig harmlos. Die sind an mich gewöhnt. Ja, genau, sie sind an dich gewöhnt, aber sind sie auch... Oh, ihr glaubt wohl gerade, ihr werdet besonders schlau, was? Das gibt so eine schöne Sauerei, wenn die Viecher übereinander herfallen, aber mir passiert nichts. Oh, wir haben ja hier auch noch den Bären. Na sowas, bewegt sich der Hebel etwa nicht? Vielleicht ist das Ganze ja ein bisschen zu schwierig für euch, was? Na sowas, bewegt sich der Hebel etwa nicht? Okay, das heißt, sowas, bewegt sich der Hebel ist jetzt hier nicht? Ein System drin? Das Vielleicht ist die Frage. Das Ganze ja ein bisschen zu... Was machst du da? Der Bär ist doch wütend! Ah. Lasst mich bitte hier raus! Ich gebe euch auch den Schlüssel. Gut, okay, natürlich holen wir dich hier raus. Komm schnell. Da? Man kann immer nur zwei Türen auf einmal öffnen. Ach so, gut, okay, dann machen wir die Tür wieder zu und beeilt euch doch. Kommst du raus. Sei Dank. Ich sah mich schon auf dem Weg zu Borons Hallen. Hier ist der Schlüssel. Geht doch. Ihr werdet mir doch jetzt nichts tun, oder? Eigentlich wäre ich jetzt dafür, dich wieder hinten zu den Tieren zu schaffen, die sich jetzt eben gerade wegen dir leider selbst zerfleischen mussten. Ja, genau, aber erstmal befragen wir mal etwas. Erzähl mir erstmal, warum die Tiere hier unten gefangen sind. Oder nein, euch gehen zu lassen, ist mir zu gefährlich. Nein, okay, genau, erzählt mir etwas, warum diese Tiere hier unten gefangen sind. Der Festungskommandant, er hat eine Vorliebe für... Tiere aller Art und die größeren Viecher brauchen natürlich auch Futter und... Ach so, genau, deswegen sind die Wölfe für die Bären hier. Allerdings weiß ich nicht, ob... Ah ja gut, ich glaube, es war nur ein Wolf. So, etwas genauer bitte. Wozu braucht er die Tiere hier unten? Ich habe schon zu viel gesagt. Bitte, ich habe euch nichts getan. Lasst mich gehen. Nein, erst erzählt sie mir noch, was aus den Gefangenen geworden ist. Sie sind alle tot. Blumfold, er hat sie alle töten lassen. Aha. Warum klingt mir das jetzt so nach einer Ausrede? Genau, sag ich doch, das ist noch nicht die ganze Geschichte, nicht wahr? Wie sind die Gefangenen gestorben? Ich habe schon zu viel gesagt. Bitte, ich habe euch nichts getan, lasst mich gehen. Also ich gehe jetzt ungern mit einer Antwort raus, die mir überhaupt nichts sagt, weil ich habe da draußen zwei Weibsen stehen, die eigentlich gerne wissen würden, wo ihre Männer sind. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, dass es ein bisschen zu gefährlich ist, euch einfach gehen zu lassen. Ihr habt recht. Wie wäre es, wenn wir den guten Mann in eine der leeren Zellen geleiten? Er sieht aus, als hätte er etwas Ruhe nötig. Mhm, genau, der Meinung bin ich auch. So direkt neben dem Wolf. Wie wär's denn damit? Ach nee, der Wolf ist hier tot.
Das ist eine gute Idee. Sperren wir ihn einfach mal ein. Was? Aber das ist doch nicht nötig. Ja, doch, natürlich. Ist das nötig? Was denn, Tomascho? Hast dich doch eben noch so gefreut, in deiner Zelle zu sein. So, dann sperren wir ihn mal ein. Haben eine schöne Zelle für ihn gefunden, haben natürlich auch... Ihr könnt mich doch nicht einfach hier versauern lassen. Doch, das geht ganz einfach. Ihr habt so viele Leute umgehauen. Wer weiß, ob hier überhaupt noch mal jemand runterkommt. Das wirst du dann schon feststellen. Wenn ihr aufhört zu schreien, lasse ich euch später wieder raus. Liegt ganz an euch. Obwohl, das Zweite wäre natürlich wesentlich besser. Lasst euch doch einfach mal überraschen. Bis später dann. Vielleicht. Ja, das gefällt mir. So, schließlich wollte der uns ja hier auch versauern lassen und uns nicht zu den Wölfen und so weiter, die armen Viecher. Ja, da können wir jetzt hier gar nichts mehr machen. Das heißt, oh Gott, das heißt, die Wildschweine und die Wölfe sind... Okay, es waren sogar zwei Wölfe. Also da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob der Bär so eine leichte Chance gehabt hätte, wenn er jetzt sich gegen Wildschweine und zwei Wölfe hätte erwehren müssen. Aber gut, okay. Wir nehmen das einfach mal so als gegeben hin und schauen uns mal so ein bisschen weiter die Zellen hier an. Aber hier waren wir ja schon drin gewesen. Hat man das Ding eigentlich schon aufgemacht? Ja, hat man schon. Gut, und bevor wir auf alles ablegen gehen, hier ist natürlich nichts drin. Kommen wir da durch? Nein, da kommen wir immer noch nicht durch. Gut, dann gehen wir hoch. Kommt, Mädels, folgt mir. Wir gehen nach oben. Da, 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 da. Und können jetzt hier den Schlüssel benutzen. Sollten wir schleichen? Sollten wir nicht schleichen? Das ist die Frage. Aber eigentlich sollten die ja sowieso schon wissen, dass wir... Wir müssen zum Audienzsaal gehen. Der Kommandant kann nicht mehr weit sein. Wird auch Zeit. Ich habe dem Kerl ein paar Fragen zu stellen. Hast du das vor, Grimm? Na ja, gut, dann komm hoch. Und wo habt ihr Ferris gelassen? Die turtelt wahrscheinlich da hinten noch irgendwo rum. Ferris! Ei! Ach, du stehst doch da unten. Was hältst du mal davon, mal langsam in die Puschen zu kommen? Ach, da standst du. Ich dachte, du stehst weiter unten. Gut, dann öffnen wir mal die Tür. Schauen, was uns hier hinter erwartet. Eine reich gedeckte Tafel und zwei Wachen. Sag mal, für die ist das wahrscheinlich vollkommen normal, dass hier irgendwie die Leute langlaufen. Tarnen wir uns einfach mal. Da sollen nicht doch ein Oger knutschen. Wenn das nicht die Schnüffler sind, von denen Taschmanns Männer erzählt haben. Wir haben schon gewettet, ob ihr es bis hierhin schafft. Und, wer hat die Wette gewonnen? Immer mit der Ruhe. Es ist nicht nötig, noch mehr Blut zu vergießen. Wir wollen nur mit euren Kommandanten reden. Hörst du das, Metzel? Sie wollen nur reden. Da sind wir mächtig beeindruckt, weiß? Hör zu, wir wollen wirklich unnötige Gewalt vermeiden. Lasst uns doch einfach durch. Kaum zu glauben, dass Taschmanns Leute mit euch nicht fertig geworden sind. Aber das waren halt nur Pappkameraden. Jetzt kriegt ihr einen richtigen Kampf. Oh, muss ich jetzt Angst haben? Ja, wahrscheinlich. So, wir hauen hier natürlich erstmal wieder schön gemütlich unseren Armatrutz raus. Und ich hoffe, dass die beiden hier langsam mal in die Puschen kommen und nach oben kommen. Na gut, ich gehe davon aus, dass die ja einen schönen Kampf sowieso nicht aus dem Weg gehen. Und ja, Hashi, der wird wohl erstmal alles abbekommen. Da, da, da. Ja, genau, sag ich doch. Komm, Ashida, du gehst erstmal hier in die Richtung. Du rennst erstmal weg. Wo kommen denn die anderen beiden? Ach, da kommen sie. Und, komm, mach dein Skelett. So, genau. Die sind abgelenkt. So, dann können wir jetzt hier natürlich auch etwas Schönes raushauen, weil dafür habt ihr schließlich diese Fertigkeiten. Du kannst sie ja mal niederwerfen. Ashida hat natürlich schon einen abbekommen. Oh, Vorgrim auch. Ich glaube, das sollte man mal etwas heilen. Paris sollte man nehmen. Hallo, sagte ich nicht. Paris? So, und heilen. Das wäre ganz angebracht. Der erste. Ah nee, der ist noch da. Oh, Vorgrim sieht gar nicht gut aus. Aber gut, er hat auch seinen Heini da ganz alleine erledigt. Keine Ahnung, welches war. Das jetzt Metzel war oder der andere. Oh, ich bin umgeworfen worden. Ach, deswegen konnte Ferris auch gerade nicht heilen, glaube ich. So, aber du kannst jetzt nochmal heilen. Und wir haben die beiden natürlich mit gestärkter Kraft oder mit vereinter Kraft. So, das ist das bessere Wort.
besiegt. Sehr gut. Das heißt, den Kommandanten steht jetzt auch nichts mehr im Wege. Dann können wir mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo was Interessantes ist. Da ist eine Truhe, da ist eine Tür, die ist verschlossen. Das ist die Tür zum Audienzraum. Erstmal nehmen wir das hier natürlich mit, weil Blattgold kann man immer gebrauchen. Kuano, komm mal her. Auf geht's. Mal gucken, ob du die Tür aufbekommst. Ach, Stockelchen, du kriegst die Tür nicht auf? Männer, kriegen doch nicht mal die kleinste Tür auf. Nein, Hashida muss das nicht können. Ach, da sitzt der kleine Fettklops. Hallo, ich bin an deinen Wachen vorbeigekommen. Ah, so lernen wir uns also noch persönlich kennen. Gestatten, Stitus Blumfold, Kommandant der Festung, in die ihr auf so rüpelhafte Weise eingedrungen seid. Wir und rüpelhaft, das war Forkram. Wir sind unten durchgeschlichen. Spart euch eure Höflichkeiten, Schurke. Wir wissen, was ihr im Schilde führt. Ihr seid mit den Piraten im Bunde. Oh, das habt ihr also auch schon herausgefunden. Wahrlich beeindruckend. Hat Taschmann noch geplaudert, bevor ihr ihm den Garaus gemacht habt? Der Tod eures Untergebenen scheint euch ja zu amüsieren. Seid ihr wirklich so skrupellos? Pah, ich bin ein praktisch denkender Mensch. Ich weine nicht über vergossene Milch. Aber wenn euch sein Ende so nahe geht, hättet ihr ihn vielleicht nicht töten sollen, nicht wahr? Taschmann sagte, ihr wäret vor uns gewarnt worden. Wer hat euch denn von uns erzählt? Oh, das würde euch sicher brennend interessieren, nicht? Glaubtet ihr, eure Schnüffelei würde nicht auffallen? Wie einfältig von euch. Erstaunlich, dass ihr es dennoch bis hierher geschafft habt. Na gut, kommen wir zur Sache. Was ist das für eine Abmachung, die ihr hier mit den Piraten habt? Ein lukratives Arrangement. Für ein paar Informationen lassen sie immer ein schönes Päckchen vom Schiff fallen. Demnächst überfallen sie gar ein Elfendorf. Ach, was sie mir wohl alles mitbringen werden. Die wollen ein Elfendorf überfallen? Man erzählt sich ja die außergewöhnlichsten Sachen über die Elfenfrauen. Vielleicht kann ich es ja bald selbst überprüfen. Gott, ist der Typ wieder nicht. Ich werde euch zeigen, wie Elfenfrauen sind, Phaedra. Das wird eure Fragen für immer beantworten. Nun, ich denke, unsere kleine Unterhaltung neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin nun mal ein vielbeschäftigter Mann und ihr fangt an, mich zu langweilen. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dass man euch in Ketten legt, von mir aus, sagt uns einfach, wo die Piraten sind. Ja, wo versteckt sich dieses Pack? Ich hab's langsam satt, auf diesem Fluss herumzudümpeln, nur um diese Kerle zu suchen. Und was ist mit Mora? Ist sie auch bei den Piraten? Mora? Interessant, dass ihr fragt. Meine Flussräuberfreunde haben diesen Namen tatsächlich des Öfteren erwähnt. Sie klang ziemlich aufgeregt. Ach, wenn sie so wichtig ist, ist sie vielleicht sogar noch am Leben. Das würde euch sicher viel bedeuten, nicht wahr? Nur schade, dass ihr es niemals erfahren werdet. Irgendwie ist der Typ sich seiner Sache ziemlich sicher. Das macht mir gerade etwas Angst. Spuckt bisher nicht so große Töne oder ihr werdet es gleich bitter bereuen. Ganz recht. Noch ein überheblicher Satz und ich hol dem Kerl jeden Zahn einzeln aus seiner Visage. Forkram ist gut. Ihr scheint eure Lage nicht ganz zu verstehen. Genau jetzt kümmert sich Kaltensteins Mann um eure Freunde am Schiff. Und für euch habe ich noch eine ganz besondere Überraschung. Das hört sich gar nicht gut Nun an. Nun werdet ihr mit meinem Schoßtier Bekanntschaft machen. Mit dem kleinen Hündchen werden wir schon fertig. Ach, doch nicht dieses Hündchen. Ei! Na super. Wir sind im Wasser, das wir Forkram bestimmt freuen. Komm, mein Kleiner. Hol dir dein Futter.
sieht gar nicht gut aus. Kraken? Bei Fex. Wer hätte geglaubt, dass sich der Wahnsinn in dieser Festung doch steigern ließe? Super, wie besiegt man jetzt einen Kraken? Also ich vermute mal, wir gehen hier einfach auf die Pfötchen drauf los. So, also, du wirst erstmal deinen Armatrotz raushauen. Ja. Du auch. Ja. Und danach werden... Hallo, ihr hört mir jetzt genau zu. Wir werden uns erstmal auf ein Pfötchen einigen, das wir uns verstanden haben, klar? Ja. Nicht, dass ihr jetzt hier auf die Idee kommt, dann gleich erstmal Gott weiß wie viele Pfötchen anzugehen. So. Armatrotz! Ja, gut. Armatrotz ist draußen. Das heißt, du kannst jetzt hier dein Skelett rufen. Was? Und du, wie gesagt, wir gehen erstmal alle auf ein Pfötchen zu. Du gehst da drauf. Ja. Du wirst dir an meiner Axt den Magen verderben. Ja, das hoffe ich ja auch. Ja, diese Beute hier musst du dir erst verdienen, Dandao. So, gut. Okay, dann werden wir jetzt hier noch ein bisschen mit Fulminictus arbeiten. Hat dieses Pfötchen überhaupt schon irgendwie Schaden genommen? Oh Gott, ein bisschen. Ah, das geht hier anscheinend auf alle, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte... Na gut, es kann sein, dass das Skelett hier auf das Pfötchen losgeht. Ja, sieht auch ganz danach aus. Na gut, den Skelett kann ich leider nicht sagen, auf welches Pfötchen er gehen soll. Was habe ich denn hier schon wieder abbekommen? Krakenmolchtinte. Lecker. Das heißt, das Viech, das bespuckt mich hier mit Tinte. Das ist ja eklig. So, das Viech könnte ich eigentlich auch annagen, aber ich will hier erstmal die Pfötchen. Ich glaube, die Pfötchen sind erstmal wichtiger, oder? Und warum tut ihr hier nichts? Ihr sollt doch angreifen. Und nur so Pieks, Pieks, da wird das hier nichts, so? Bei Angriff Spark! Ja, genau. Und Forkwim wurde hier gerade, nein, nicht Forkwim, Guano wurde gerade von den Füßen gehauen. Und schon kriegen wir wieder diese komischen... Sag mal, ah, gut, das Pfötchen ist weg. Oh, oh. Ich glaube, wir haben ihn böse gemacht. Angriff? Okay. Ich glaube, jetzt kommt es von hinten. Was kommt denn da jetzt noch an? Ja, super. So, ist unser Skelett eigentlich noch da? Ja, ich glaube schon. Gut, du wirst... Nein, du heilst erstmal. Du wirst erstmal hier Guano heilen. Und dann werden wir den Rest auf uns zukommen lassen. Komm, da drauf. Ja. Ist dann auch hier drauf. Genau. Wie gesagt, immer erstmal auf 1. Wobei. Ah, das hier sieht eigentlich schon sehr gut aus. Ja, ich glaube, das Skelett geht hier drauf. Deswegen komm, geh auf das auch mit drauf. Dann da sind sie zu zweit. Also bis jetzt scheinen die Viecher relativ harmlos zu sein, habe ich so das Gefühl. Hoffe ich jedenfalls, dass es auch weiterhin so ist. Komm, du darfst immer etwas heilen. So, den ersten haben wir besiegt. Sehr gut. Oh, gibt gleich der Wundbrand. Das ist nicht gut. Bis jetzt ist noch alles im grünen Bereich. Das können wir noch heilen. Hoffe ich jedenfalls. So. Ich befürchte, dass wir jetzt gleich wieder Besuch von den Kraken bekommen werden. Sag ich doch, da kommt er wieder. Und wieder mit 4 Pfötchen. Sanyasa! Müssen wir vielleicht doch hier den Kraken selber angreifen? Probieren wir es einfach mal. So, ist unser Skelett noch da? Ja, das ist noch da. Aber ihr seid keine Fernkämpfer, das heißt, ihr müsst euch hiermit begnügen. Angriff! So, dann macht mal. So, zauberst du? Ich glaube doch da, den Kraken, den können wir da angreifen. Aber ich glaube trotzdem eher, dass wir die Pfötchen angreifen müssen. Na gut, das sehen wir ja gleich. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Ach ja, stimmt, ist kein Platz zum Kämpfen. Klar, weil du zauberst ja schließlich. Und ich habe dir ja auch gesagt gehabt, dass du schön brav im Hintergrund bleiben sollst. Dass du nicht immer gleich in den Kampf sofort vorne reinrennen sollst. Das wäre nämlich nicht so gut. So, ist unser Skelett noch da? Ja, unser Skelett ist auch noch da. Aber der Kraken nimmt hier gut ab. Das freut mich. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so geht. Und hier... Oh, Guano! Wir müssen hier erstmal schnell etwas tun, damit unser Guano hier nicht gleich umfällt. Ja gut, klopf hiermit auf den Pfötchen drauf. Nein, tut er natürlich jetzt nicht. Oh, ich glaube, Guano ist gerade gefallen. So, jetzt kommt hier hinten wieder Besuch. Ah, Guano steht wieder. Das heißt, wir können dich doch nochmal heilen. Kritische Wunde, ja klar, logisch hast du eine kritische Wunde. So, und wieder auf in den Kampf.
sehr gut. Das gleich noch einmal. Leichter Wundbrand. Ich glaube, wir sollten hier auch Clarum Puro mal draufhauen. Damit es dem hier bald wieder besser geht, den armen Jungen. So, wie sieht's hier aus? Den habt ihr auch bald besiegt? Oh, das dauert heute wohl etwas länger, bis wir hier rauskommen. Nur daran, dass dieser komische Typ da oben, der steht ja wahrscheinlich immer noch und amüsiert sich, ja, dass der Kraken wieder. War ihr! Ja, gut, der geht auch hier wieder runter. Gut, sehr schön, das freut mich. Die haben ja aber gut was abbekommen. So, komm, und hier auf den Kraken. Und den Rest dürft ihr jetzt erstmal so erledigen. Geht ihr hoffentlich auf den gleichen? Nee, wir machen das jetzt so, dass die jetzt jeweils immer erstmal einen angreifen sollen. Weil immer wenn so ein Pfötchen weggegangen ist, sind auch unsere Jungs hier weggegangen. Ist auch der Kraken weggegangen. Und wir versuchen hier natürlich erstmal diesen Kraken hier zu erledigen. Ah, das Skelett ist weg. Wir sollten erstmal unser Skelett rufen. Was? Und du greifst hoffentlich hier den Kraken hinten an. Ach, Kuano ist wieder umgefallen. Aber da müssen wir jetzt durch. Oder kannst du noch heilen? Weiß ich gar nicht, ob du Kuano noch heilen kannst. Nee, geht gerade nicht. Kuano liegt erstmal. Das heißt, wir müssen erstmal den Kampf jetzt ohne ihn fortführen. Und du darfst hier... Hashida? Sag ich doch, Hashida, du darfst nämlich auch mit angreifen. Weil sonst kriegen wir diesen Kraken hier nie platt. Na, na? Oh oh. Ich glaube, hier wird gleich einiges einstürzen. Ich glaube, er hat seinen Tod gefunden. Zusammen mit seinem Haustierchen. Da hat sich dieser Gigrim selbst an seinen Liebling verfüttert. Ich hätte ihm ja gerne persönlich den Hals umgedreht. So soll es mir auch recht sein. Fex sei Dank, es war knapp. Ja. Ja. Wir hätten viel gefehlt und wir wären ebenfalls im Magen dieses Viehs gelandet. Klar. Ein ziemlich schmackloser Tod wäre das gewesen. Ja, natürlich wäre das ein ziemlich schmackloser Tod gewesen. Na? So, und du bist... Wenn ich nichts dagegen habe, möchte ich so schnell wie möglich hier raus. Ja, ja, wir gehen ja bald raus, meine Kleine. Aber erstmal werden wir hier unsere Leute verbinden. Das wäre erstmal sinniger. So, komm, müssen wir jetzt aufteilen. Genau. Weil unser guter Forgrim, der hat so etwas nicht. Hast du so etwas? Weil Verbandsmaterial sollte ja eigentlich jeder haben. Ja, der hat das. Gut, okay, dann geh mal benutzen. Und du darfst auch benutzen. Das wäre jedenfalls sinnig. Damit ihr euch hier gegenseitig so... Nein, das heißt gegenseitig. Damit ihr euch schon mal verbinden könnt. Was interessant sein könnte. Verzeiht, meine Liebe. Aber für einen Anhänger des Fuchsgottes wäre es einfach unverzeihlich, dir nicht. Ja, keine Sorge. Wir werden hier natürlich noch das Ganze erkunden. Das hier sieht ungewöhnlich aus. Aber erstmal werden wir uns hier etwas... Wir sollten es vielleicht besser aufheben. Ja, natürlich werden wir das aufheben, genau. Aber wir müssen uns jetzt erstmal von diesem harten Kampf erholen und unsere armen Leute erstmal wieder... Er hat ja hier immer noch Wundbrand. Mach hier auch mal Clarum Purum drauf. Und danach werden wir sehen, wie es das nächste Mal dann weitergeht. Ja, es war jetzt eine längere Folge, aber das lag nur an diesem komischen Krakenviech. Ich kann da nichts dafür. Ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß und das nächste Mal sehen wir uns wieder. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann alles hier Schönes finden werden. Also dann, auf bald. Tschüss.